it's all downhill from here. Ice cold, you know, I go for broke. No joke, one smoke, I ain't mad you though. I've scrapped before, I'm strapped, compact, I've trapped before. Who wanna be they maker? Who wanna be they savior? I'm in a big house now. Who never seen the papers? Who wanna see my greatness? Best believe I pay for you. Best believe I made for few. Boy, better shoot, say damage. A lifetime, and I'm an icon when I let my light shine. Shine bright as an example of a champion. Taking the advantage, never copping out or canceling. Burn like a chariot, learn how to carry it. Maverick, always above and beyond average. Fuel to the flame that I train with and travel with. Something in my eyes say I'm so close to having a prize. I realize I'm supposed to reach for the skies. Never let somebody try to tell you otherwise. There's something in your heart. One flame, one bonfire, let it burn higher. I never show signs of fatigue or turn tired, cause I'm the definition of tragedy turned triumph. It's David and Goliath, I made it to the eye of the storm. Feeling torn like they fed me to the lions. Before my time start to wind down like the Mayans, I show them how I got to grind down like a science. It sounds like a riot on hush, it's so quiet. The only thing I hear is my heart. I'm inspired by the challenge that I find myself standing eye to eye with. To move like a wise warrior and not a coward. You can't escape the history that you was meant to make. That's why the highest victory is what I'm meant to take. You came to celebrate, I came to celebrate. I hate losing, I refuse to make the same mistakes. Inside of you.
If she ain't fucking, she got to go. Yeah. Tell her don't waste my time. Police wanna stop me, search my clothes. Word. Tell them don't waste my time. If it ain't money, I ain't involved. No. Tell them don't waste my time. Waste man waffling down my phone. True. Tell them don't waste my time. No, no, no. Tell them don't waste my time. Kaboom. Tell them don't waste my time. Oh, yeah. Tell them don't waste my time. Tell him don't waste my time. No, no, no. Tell him don't waste my time. Kaboom. Tell him don't waste my time. B-A. Tell him don't waste my time. No. Tell him don't waste my time. No, 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 no. Pray to the Lord, nigga. In this cold world, I'm a born sinner. We pour liquor. Girl, come hover. It's all jigger. It's all jigger. Chicks wanna hard. Can't be my baby.
So, und damit wieder einmal ein herzliches Willkommen, meine lieben Freunde, hier beim gepflegten E-Sport der ESL. Und wir sind heute im Com Cup drin, im Finale direkt hier. Die Jungs von Slack gegen R6 Cuties. Okay, let's roll. Also, gehen wir natürlich dementsprechend hier sofort los auf die erste Map. Und da werden wir mal sehen. Yeah, welcome here for everyone to the Com Cup final between Team Slack and R6 Cuties. Stereo Love Aim God. Yeah, that means Slack here, and we begin here with the ban of the operators. And most of the time I speak here for you in German. Between the rounds I speak here in English also for you. So, who's the first pick? It's a Monty. Okay, why not? Don't see it here so often that Monty get banned, but let's have a look. Maybe here in Jekyll, Blackbeard, that's here. That can be here the operators that get banned. But we have just wait and yeah, see it and relax. So yeah, Blackbeard. That's a good choice here for this map. So first was Monty, the second one Blackbeard, and also we see here an Echo. Yeah, very important vision operator that get banned here. And maybe we see here Velk or a Mira who get banned. So let's see. So it's a Velk, it's the last one. So we got no Echo, no Velk. I don't know if they need here the IQ. Da werden wir auf jeden Fall drauf achten. Also, wie gesagt, die Operator sind jetzt hier mittlerweile gebannt und wir haben natürlich ein Auge darauf, wie das Ganze jetzt hier ablaufen wird. Sollte es, wie gesagt, hier nochmal zu Lex etc. kommen, dann sagt mir Bescheid. Dann werde ich natürlich hier nochmal die Einstellungen ändern auf 720p, denn ich versuche nebenbei hier ein Clean Feed zu liefern, um das zu testen. Und dann werden wir mal sehen, wie das hier Ganze ablaufen wird. Bis jetzt sah es ziemlich gut aus. Mal schauen, wie das weitergeht. Na so. Also, first spot that we see here from the R6 Cuties, our garage with a mute, Jäger, Mira, Maestro. So we got the vision operator also. That's very important here. You need a vision operator for every spot. Ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig, dass sie hier mitgenommen werden. Wir gucken uns natürlich in aller Ruhe den Aufbau an, wie sich die Jungs hier schlagen werden. Beide Teams habe ich bis jetzt noch gar nicht gecastet, daher bin ich auch gespannt, wie diese hier spielen werden. So, wir sehen hier natürlich immer wieder, dass hier Teams natürlich nicht eingeladen werden konnten. Und wir kriegen natürlich andauernd hier Benachrichtigungen. Da werden wir drauf aufwarten. So. Da kommt auch schon der relativ schnelle Push hier. Und fast der Opening Frag. Maestro ist hier schon enorm angeschlagen. Das ging ja mal richtig fix gerade zur Sache. Na, aufpassen, nicht die eigenen Mates hier verletzen. Das ist unheimlich wichtig. Gejackle-Tracked wurde er natürlich auch gleichzeitig. Wir bleiben mal nochmal bei den Grown hier drauf. Und werden natürlich nach und nach gleich uns nochmal mit den Spielern beschäftigen, wie das Ganze hier ablaufen wird. Und ja, wie die überhaupt hier drauf sind. So, gedroht wurde schon mal. Jetzt kommt hier der Push. Jetzt muss man hier aufpassen. Man weiß ganz genau, hier im Hallway steht einer und wird hier mit dem Opening Frag. Gleichzeitig auch der Jäger hier enorm lit. Weiß man eigentlich, dass hier noch jemand steht? Eigentlich hier der Robbie, aber der ist in der Cam drin. Gucken, ob er hier rechtzeitig rausgehen wird. Bis jetzt sieht es danach nicht danach. Das sieht aber auf jeden Fall sehr, sehr tricky aus, was er da macht. Er beschäftigt sich gerade hier mit der Drohne, obwohl er das nicht machen muss.
ADS rettet hier nochmal das Ganze, den wir auch gesehen, dass der Jäger, der Temp hier nicht mehr viel über hat, hat aber gleichzeitig als Cover, beziehungsweise als weitere Funktion, das Mira-Window am Start. Ja, der Angriff müsste so langsam mal vorangehen. Es wird natürlich geprefert, was das Zeug hält. Wir sehen hier auch schon Richtung Security schon der Jackal drin. Versucht hier den Maestro zu holen. Die Schüsse connecten nicht. Und da kommt die Ash und holt sich damit den Refrag. Prefert hier nochmal durch die Wall. Der Jäger steht auch relativ close dran und Temp hier nochmal mit dem Konter. Und der Zero Face. Auch nochmal für den Ausgleich gesorgt. Temp dementsprechend schon mal injured. Ja, wie Zucker. 2 zu 3. Jetzt hier der Stand. Und ja, Last Man Standing. Damit der Rias. Der muss sich jetzt hier nochmal gegen einen einzigen behaupten. Mal gucken, ob er das hier handeln kann. Nein, sieht das hier nicht. Wie Zucker hier stark gemacht über die Hedge. Und damit die erste Runde hier für die R6 Cuties. A nice movement that we've seen here from the castle. Played good here on this position on the hedge. So the first round goes here for R6 Cuties on Garage. So, next one. So, next spot. Console office with Castle, Jäger, Mirror, Mute, and this time they got the Mosey, Ash, Thermite, Buck, Jackal, and Capitao here in the attack. So let's see. That was a good round. We see here Team Slack was really good here on the position. To cafeteria. The Jackal gets really fast here on security, but they wait here on this position too long, and also we got nobody that pushes here to the first floor. When anybody goes here to this position and get the frags or cover, maybe Team Slack had win at this first round, so it isn't, and we go here to the next round und da warten wir mal ab, wie das Ganze sich hier abspielen wird. Yeah, with Mirror, it's a good option here that they take. It's important to hold here admin, because most of the attacks on console came here first from the admin. But we see here the attackers. Oh no. He came here to the right position, but just wait. Just look and wait. Da bin ich mal gespannt, wie die das hier runterspielen werden. Sind aktuell sehr, sehr verstreut hier auf den Positionen. Ob das was bringen wird, weiß ich nicht. Bis jetzt sieht es eigentlich relativ gut aus. Die Qualität passt eigentlich. Es gibt keinen Haken, kein Ruckeln. Es gibt keine Frame Drops. Das gefällt mir auf jeden Fall. Er läuft bis jetzt sehr, sehr souverän. Na, dann warten wir mal ab. Na, Maiko ist schon hier direkt an dem Balcony dran. Kriegt er hier schon die View rein? Wir wissen es nicht. Wir sind mal gespannt. Ja, noch mal kurz hier drauf. Das ist in aller Ruhe an und Opening Frag hier von dem Maiko jetzt. Über das Balcony direkt eiskalt bestraft. Schön abgewartet. Wir bleiben noch ein bisschen bei ihm drauf. Er könnte jetzt nämlich Kontakt nochmal mit dem nächsten Operator bekommen. Da ist nämlich der Mute mit am Start und Venom hier mit dem nächsten Kill. 4 zu 3. Refrag ist auch schon bereits passiert. Refrag hat das Zeug halt und tappt jetzt hier mit dem Ausgleichstreffer. 3 zu 3. Er sieht den Mute einfach nicht. Er sieht ihn nicht. Und ja, X und Jake hier mit den nächsten zwei Frags. Last Man Standing, dann mit der Groan. Und er, oh, 101 ist die Situation. Das ist sehr, sehr geil. Auf jeden Fall gerade mit anzusehen. Und da ist es passiert hier, Groan mit dem Last Frag, stark gemacht von ihm. Und damit steht es 1 zu 1. Ja, good last situation that we see, that we seen here from Groan. At this time, Team Slack wins here the attack. And we notifies it was console office. So.
Nächste Runde. Warten wir mal ab. Jetzt läuft eigentlich alles relativ geschmeidig, muss ich ehrlicherweise zugestehen. Gucken, wie es auf der anderen Seite aussieht. Und once again here the try. On console office. Ziemlich gut gemacht. Dann können wir nochmal die Qualitäten einstellen. 27p ist das Maximum. Ja, vielleicht werde ich mit meinen Settings nochmal ein bisschen runtergehen müssen. Das werde ich aber testen. Kommt auch schon die Mira direkt entgegen. Jake hier mit dem Opening Frag stark gemacht. Good work here from Jake. But yeah. Got a lot of damage in this gunfight. So, next one. Who is the next one? Rhea here on the yellow stairs. Termite on the skylight. And Maiko on the connector window. And Jake here with the next one. Headshot Maiko down here on the window. So, have a look here for... Warum sprichst du nicht Deutsch? Ja, warum denn? Ich spreche doch Deutsch. Ich spreche alle Sprachen. Weil das zwei ausländische Teams sind. Und da sind bestimmt auch nochmal andere Zuschauer von denen mit dabei. So. Jetzt haben wir natürlich eine 3 gegen 5 Situation. Man sucht hier noch vergeblich natürlich die Roma. Lässt sich auch dabei ziemlich viel Zeit. Gucken, ob das nicht gleich natürlich zum Verhängnis wird, wenn die Jungs hier... oben ran wollen. Da kriegt er schon wieder was ab hier. Direkt über die Wall. Schön gemacht hier von dem Jake. Wieder einmal 3K jetzt für ihn. Kommt nochmal das T4 geflogen. Connected aber nicht. Der Termite zieht sich da dementsprechend erstmal aus der Affäre. Jackal weiterhin hier beschäftigt. Na, warten wir mal ab und gucken uns das Ganze natürlich weiterhin an. So, Venom jetzt hier mit dem ersten Refrag. Boah! Double, schön gemacht, but last man standing here, the Rhea. Rhea's. Okay, jetzt hat man den Mosey auch gefunden. Now he finds here the Mosey on archives. And this round goes here for R6 cuties. R6. R6. Sorry, R6. I mean R6. So, 2-1. Damit jetzt auch Konsol erfolgreich gehalten. So, dann können wir auf jeden Fall schon mal die Klimaanlage ausmachen. Das läuft doch bis jetzt ziemlich gut. So, Cafeteria Garage. Wieder einmal hier der Versuch. Denn der Spot kann auch gespielt werden. Ja, after 3 rounds, they can play here the same spot. It's Garage and once again with the same operators? No, no. This time they take here Bandit. Last time we see here on Garage the Mute. Mit dem Castle, das ist echt eine gute Strategie, was man da fährt, ja. Man macht hier oben zu, hält das Ganze, macht dann nochmal Mira Windows, macht gleichzeitig hier die Hedge auf. Das funktioniert tatsächlich, also kann ich wirklich auch vielen Teams hier mit auf den Weg geben. Probiert diese Taktik aus. Die bringt natürlich hier und da die Attacker zum Verzweifeln.
Da müsste ich mich immer was einfallen lassen. Ist natürlich mittlerweile nicht mehr brandneu. Ja, das muss ich auch dazu sagen. Also die Strat ist nicht mehr brandneu, aber hilft ungemein. Na, schauen wir drauf. 2-1 aktuell der Stand. Ja, ist auch schon ziemlich nah dran. Mal gucken, jetzt müsste natürlich hier der Call kommen. Ja, da hat man natürlich aktuell keinen Zugang. Dann gehen wir nochmal auf den Jake drauf. Der macht sich hier ordentlich schön die Walls auf und aufgebreached wird auch gleichzeitig von dem Termite, also Active Bandit, damit auf jeden Fall lost. Ist nicht durchgegangen. Und wo ist hier der Kapitän? Der kommt immer wieder langsam dazu, lässt sich ziemlich viel Zeit. Eine Minute ist auch gerade erstmal gespielt. Also da kann man natürlich gleichzeitig nicht viel abverlangen hier von den Teams. Und da kommt der Opening Frag von dem Grown. Stark gemacht, dementsprechend jetzt hier erstmal von ihm. Mal schauen, wie es weitergeht. Oben die Control soweit schon mal da. Aber sonst passiert nichts. Gehen wir auf unseren Defender drauf, wie es da eigentlich aktuell aussieht. Alle soweit und Spot. Da kommt der Termite so langsam dazu. Ja, kriegt ihr ordentlich mal wieder was ab hier von dem Evil Eye. Und Rias hier mit dem ersten Teamkill des Tages. Herzlichen Glückwunsch dementsprechend hier für ihn erstmal. So. Bleiben natürlich erstmal ganz gescheit drauf und warten, ob sich das weiterentwickelt hier, denn es sind nur noch zwei Operator auf einmal hier in der Attack über. Also gut nochmal durchgeschlagen hier die Jungs. Schön gedroppt von dem Grown. Sorgt hier erstmal für den Ausgleich. Ja, Prefert hat nochmal, was das Zeug hält. Aber wo bleiben unsere Defender? Jetzt natürlich wieder einmal der Witz zurück an der. Oh, stark denied hier von ihm. Was ist denn da auf einmal los? Also, Planter liegt. 2 gegen 1. Und abgeaimt wird natürlich hier ganz regulär. Jetzt im Zweikampf mit der Twitch hier, der Ex. Und passiert's hier? Da kommt gleichzeitig nochmal ein bisschen Cover von dem Bizuka. Wer kann sich jetzt hier in dem Zweikampf durchsetzen? Das macht natürlich der Ex-Nilo. Gut, wird auf jeden Fall dementsprechend so notiert. Also, wir sehen hier 3-1 jetzt aktuell für die 6 Cuties. Console Office Garage. Ja, das läuft doch ziemlich gut. Gucken uns mal die letzten Situationen an hier aus dieser Runde. Und wie das natürlich hier weitergehen wird. So, 4 Runden gespielt. Gucken auf den Scoreboard drauf, wie es da aussieht. 6-3-2-1-0 hier seitens für Slack und bei R6 QDs 5-4-4-2-3. Passt. Kann man auf jeden Fall nichts zu sagen. Das läuft. Oh, was haben wir denn da? So, nächstes Wort: Lobby. Man hat jetzt oben gewonnen, man hat unten gewonnen. Also nimmt man als nächstes hier die Mitte. Mira-Fenster werden dementsprechend hier platziert. Gehen wir auf den Jäger drauf. Stacheldraht, SLPP. Die Frage ist natürlich, wie sie hier oben verteidigen werden. Also für unten haben sie das wirklich gar nicht mal so schlecht gemacht. Hat mir mega gut gefallen, was ich da gesehen habe. Die Frage ist natürlich dementsprechend, wie das hier weiter funktionieren wird. So. Nächste Runde beginnt auch schon hier. Und jetzt sehen wir hier die Jungs von Slack. Greifen gemeinsam wieder an und da ist auch schon die Ash richtig tüchtig unterwegs. Will anscheinend hier richtig schnell
oben die Control mit einnehmen. Castle-Barrikaden feiern natürlich das schnelle Vordringen. Und jetzt hier der Opening-Frag. Stark gemacht. Gleichzeitig nochmal hier Flick-Flack von ihm. Aber da kriegt hier der Castle nichts ab. Und gleichzeitig kommen hier die Calls. Kommt die nächste Fragnate. Jetzt ist die Castle-Barrikade schon mal auf, obwohl man da eigentlich schon im Hallway war. Ja, vielleicht gewastet Maiko jetzt hier mit dem nächsten Kill und jetzt hier schon der nächste Gunfight, den wir hier sehen. Gleichzeitig wird hier ordentlich was aufgeschossen. Exilio hier mit dem ersten Refrag und Castle ist natürlich weiterhin auf seiner Position hier im Admin gesperrt. 4 gegen 3 Situation. Ria natürlich hier schon enorm lit. Eigentlich müsste das jetzt hier die Ash klären, aber Robbie hier mit dem Refrag, Double Frag hier für ihn. Und das Telefon klingelt natürlich unaufhörlich weiter. Was ist denn da bitte los? Also, zwischendurch gibt es richtig geile Action, dann ist mal wieder nichts los. So lobe ich mir das. Ja, nice Shot. Also Props werden hier auf jeden Fall nochmal rausgegeben. Jake bleibt hier auf seiner Position und kann den Frag noch nicht ziehen. Gleichzeitig aber sehen wir bei dem Bug, Zero Face ist schon enorm lit, hat nicht mehr so viel über. Wo bleibt denn der Termite? Der müsste so nicht. Oh, der will hier vorne an den Plant gehen. Das könnte gefährlich enden. Denn Exilio und der Robbie stehen natürlich oben bereit. Sobald es den Call gibt, werden sie nochmal dazukommen. Die letzten 50 Sekunden laufen dementsprechend auch schon. Jake bleibt natürlich ganz easy peasy auf seiner Position. Warum sollte er sich ja auch jetzt zeigen? Macht nämlich absolut gar keinen Sinn. Jetzt hat er den Bug hier einmal verpasst. Und tja, das lässt er sich aber trotzdem nicht nehmen. Last Man Standing, damit hier der Venom. Und da kriegt er ordentlich schon Schüsse hier Richtung Body. Damit geht auch diese Runde an die Jungs von R6 Cuties. 4 zu 1. Jetzt hier der aktuelle Stand. Geht ja mal auch relativ zügig hier zur Sache. Umso schneller, desto besser, würde ich mal sagen. Und da halten wir fest, Lobby damit auch erfolgreich defended. Ja, nicht schlecht gemacht. Nochmal. Schnell Action hier von der Ash. Gar nicht mal so verkehrt. Direkt mal eiskalt hier den Smoke rausgezogen. So muss das. So. Chips, vielen Dank hier für dein Abo. Vielen Dank für deinen Support. So, gucken wir uns mal den nächsten Aufbau an, denn 5 Runden gespielt, eine Runde haben die Jungs hier noch dementsprechend in der Defense. Mal schauen, wie das, ja, runtergespielt wird. Yeah, we see here R6 win a round after another. And performed here really good. So, let's see. They win here Console Garage Lobby and now they play once again here on Console. Every time they play here with a mirror and use it good, yeah, but this time they don't get a mirror window here on admin. Oh no, oh yes, oh yes. I play here with a mirror window. And if you want, we can first look here on the scoreboard. Once again, we got here a top fragger, a heavy fragger, the drone. Gucken wir das Ganze mal an. Es wird nochmal ausgedroht. Tap jetzt schon mittlerweile mit dem Opening Frag. Eiskalt schon mal den ersten rausgezogen. Da lässt er sich nicht lumpen und das direkt Richtung Skylight. Stark gemacht hier von ihm. Und kriegt auch noch den nächsten. Nein, aktuell noch nicht. Ja, ein bisschen wild durch die Gegend schießen. Schön Krach machen hier. So wie es sich gehört. So wollen wir das sehen. Ja, gucken, der Jekyll ist hier dran. Kann er sich in den Gunfight weisen? C4 kommt geflogen und connected. Schön gemacht hier von dem Robbie. Nice one. Schön rausgezogen. Gefällt mir auf jeden Fall. Ja, bei Maiden's Blood haben wir auf jeden Fall schon mal trotzdem ein gutes Spiel. Wie gesagt, der ComCup dient eigentlich gerade für mich zusätzlich dafür, um ein Clean Feed zu testen. Denn nächste Woche, Leute, geht es weiter mit den Relay
Playoffs. Oh, Grown hier. Holt sich auch schon den nächsten. Nein, wird aber auch gleichzeitig refragt. Also, Temp hier weiß ganz genau, dass er eigentlich injured ist. Oder auch nicht. Ne, gut. Hat er nicht mitbekommen, dass er ihn injured geschossen hat. Dann ist es halt so. Wie gesagt, nächste Woche. Oh. Rias hier mit dem Ausgleichstreffer 3:3. Ich meine, er ist injured. Er wird es nicht mehr lange machen. Geht nochmal hier dementsprechend auf den Witt drauf. Er bleibt einfach unbeständig auf seiner Position. Jetzt wird man natürlich so ein bisschen aus der Reserve gelockt. Die Ash wird auch nicht gleichzeitig revived. Die lässt man einfach so stehen, wie sie ist. Gut, kann man natürlich dementsprechend auch so machen. Und da kommt auch schon die nächsten zwei Frags. Nice one. Also wie gesagt, nächste Woche, Donnerstag, gehen ja dann die Relay-Playoffs los. Ja, und ja, da kann natürlich nicht jeder casten. Und ich werde natürlich auch versuchen, dafür euch mit am Ball zu bleiben. Deswegen caste ich halt aktuell das. Nebenbei mache ich nochmal einen Clean Feed, um natürlich die bestmögliche Qualität hier herauszufiltern, dass auch die anderen natürlich, die dir zum Beispiel nicht den Clean Feed liefern können, während sie casten und streamen, trotzdem das Bildmaterial bekommen. Falls sich die Leute fragen, warum ich jetzt hier gerade CompCup caste, ne, und mir geht es natürlich gerade am einfachsten. Gerade am Anfang, ich muss jetzt ja für den Clean Feed auf 720p stellen. Geht halt nicht anders. Ansonsten, wenn ich beides auf Full HD mache, ja, habe ich halt in meinem Stream bisschen so die Frame Drops und das möchte ich natürlich auch ungern. Und ich möchte auch ungern auf 720p gehen in meinem Stream. Da soll schon die volle Qualität da sein. Ich werde aber vielleicht mal versuchen, vielleicht, dass ich das mit dem Rendern nochmal runtergehe. Vielleicht hebt sich das damit auf. Vielleicht kann ich dann beides mit Full HD streamen. So. Now we got here the swap, it means teams switching the positions from attack to defense. And now we got here team slack in the defense. So let's see. Also Aufbau haben wir natürlich im Vision Operator mit dabei. Ansonsten den Mosey, Jäger, Vision. Und hier spielt man auch offen Richtung Yellow Stairs. Gucken wir uns mal den Aufbau und den Angriffsweg tatsächlich von den Attackern jetzt aktuell mal an. Ja, in der Defense haben sie das gar nicht mal so verkehrt gemacht. Mal schauen, wie das hier dementsprechend in der Attack laufen wird. Kommen hauptsächlich hier an das, ja, auf die Westseite des Gebäudes ran. Da bin ich mal gespannt, wie das Ganze ablaufen wird. Und bleiben noch ein bisschen drauf, ja. Einfach eiskalt da dranbleiben. Gleichzeitig haben wir natürlich auch hier den Temp, der hier upside down am Repellen ist. Eigentlich könnte tatsächlich hier der Ex jetzt mal was machen, aber er lässt es sein. Den hat er eigentlich gerade eine ziemlich gute View hier auf den Maestro gehabt. Ja, jetzt ist natürlich viel zu spät. Outrun, aber trotzdem geregelt. Ex in Nilo hier mit dem Opening Frag. Da wird auch auf jeden Fall schon mal angeschossen. Jetzt weiß er, der nächste ist hier im Connector drin. Weiterhin natürlich der Temp upside down. Es wird gecovert und da kommt auch schon der Plant Deny. 4:3. Da macht man sie eiskalt hier. Fertig. 3:3. Gleichstand. Und da kommt der nächste Frag. Stark von ihm gemacht hier. Wow. Also, das war eine gute Situation, die wir gesehen haben. Last Man Standing. Damit tatsächlich hier der Robbie. Und er muss jetzt nochmal gegen zwei weitere Operator durchsetzen. Der Diffuser ist natürlich bei denen. Der Mosey aimed up. Mal gucken. Er geht davon aus, dass jemand hier los ist, kommen würde. Wird aber mit Sicherheit nicht. Das wird auch so nicht passieren. Dafür weiß der Maiko ganz genau, wo er hier steht. Ja, ja, die Schüsse kommen schon. Mal gucken. Zeit hat er jede Menge. Also die fallen hier wirklich alle relativ früh. Kann man auf jeden Fall so stehen lassen. Warum denn auch nicht? Also, gut verpasst hier nochmal. Schön nochmal rotieren. Jetzt weiß man gar nicht, wo er steht. Da kommt man wieder mit dazu. Oder auch nicht. Er will natürlich... Oh, jetzt natürlich fatal gewesen hier in der Situation. Maiko direkt den Frag da geholt. Kann man natürlich nicht durch. So ist das halt bei Merlins Bad. Was willst du da machen? Also, 5:2 jetzt hier. Aktuell der Stand. Und Consul Office konnte man auf jeden Fall schon mal halten.
Gucken wir uns nochmal hier die letzten Situationen an. Sah gar nicht mal so verkehrt aus. Now we see the second round goes to Team Slack. Let's see. Yeah. How R6 Cuties played here once again in their tech. If they can do it better than the Slack. Maybe, maybe not. We just wait. So, jetzt natürlich die Garage, der nächste Spot, der gespielt wird. Hm. Und hat man auch ein Bandit mitgenommen, also Nuke oder sowas ist nicht mit am Start. Als Vision Operator da dementsprechend den Maestro, ist auch der einzige Vision Operator außer der Mira, die hier noch übrig sind. Und sehen wir den gleichen Aufbau, könnte sein, aber keine Castle-Barrikade. Dafür werden die Hedges aufgemacht nach oben, dass man hier schön großräumig rotieren kann. Werden wir auf jeden Fall soweit festhalten. Ja, ansonsten morgen geht es natürlich dementsprechend weiter mit dem DSBL Pokalturnier. Shadow, grüß dich. Geht leider nicht. Geht leider nicht. Ich habe es mittlerweile, weil ich aktuell nur am Casten bin, habe ich das ja ausgestellt. Aber die Punkte werden trotzdem gesammelt. Keine Sorge, keine Sorge. Also spätestens im September, wenn ich dann aus dem Urlaub zurück bin, werde ich auch mit den Livestreams wieder, also beziehungsweise mit den Gameplay-Streams wieder beginnen. Und dann habt ihr auf jeden Fall ordentlich viel gesammelt. Dann geht's ja mal richtig wild zur Sache. Ich hoffe, euch geht's allen soweit gut, Leute. Und Robbie jetzt hier mit dem Opening Frag. Gucken, können sich jetzt hier durchsetzen, können sie jetzt hier in den Matchball mit reingehen oder nicht. Bleibt auf jeden Fall abzuwarten. Gehen wir kurz auf die Defender drauf. Es läuft eigentlich alles relativ ruhig ab. Ne? Also ist natürlich nicht 100% und Tap jetzt hier eiskalt über die Lobby mit reingekommen und zieht sich auch den nächsten Frag, geht zwei gleichzeitig in die Gumein rein. Dürfte ihn eigentlich nicht stören. Bug natürlich hier am Crossplay betreiben. Die Wall ist ja schon mittlerweile auf und da kommt der Grund dazu und zieht sich den ersten Refrag. Rennt hier raus und zieht sich auch noch den fast den zweiten. Sehr, sehr close gewesen. Da muss der Bug auf jeden Fall ganz schnell in Deckung gehen. Da gibt es keine drinnen. Banana Joe ist natürlich mit an der Waffe dran. Und an sich könnte man ja weiter Druck aufbauen. Es könnte noch ein weiterer dazukommen. Tun sie aktuell nicht. Haben natürlich eine Überzahlsituation und nochmal auf den Bandit. Der bleibt natürlich hier auf den Yellow Stairs dran. Hat auch jetzt schon gleichzeitig den Termite gesehen. Fast weggezogen sogar. Gleichzeitig der Jake schon durch und holt sich auch gleichzeitig den Maestro. Oben geht natürlich mit dem Battle weiter. Boah, stark gemacht hier von dem Maiko. Was für Situation. Also zuerst passiert gar nichts. Alles richtig relativ langsam und dann explodieren sie auf einmal. Und keiner weiß warum, wieso, weshalb. Ja, macht uns auf jeden Fall Spaß zuzusehen. Und kriegt das hier mit? Nein, kriegt er nicht. Last Man Standing. Hat er hingekriegt. Er hat trotzdem noch den einen hier in den Toilets rausgezogen. Last Man Standing, damit der Maiko. Planta ist draußen und mal gucken, kann sich hier der Thatcher durchsetzen. Ja, geht das natürlich auf erstmal zum Diffuser. Jetzt weiß man auch an den Yellow Stairs ist einer dran. Und da ist passiert hier. Robbie zieht den letzten raus. Damit ist man hier im Matchball drin. Also 6-2 hier der aktuelle Stand. Und Richtung Garage konnte man dementsprechend erfolgreich angreifen. Ja, gucken wir uns natürlich einmal im Scoreboard an, wie es da aussieht. Wir haben natürlich weiterhin hier den Grown als Top-Frager. Ansonsten auf der Seite von den Jungs von R6 Cuties, den Robbie Reload. So, weiter geht natürlich hier die Wilde Party. Einmal nochmal hier Einblendung von der letzten Runde, von der letzten Situation, was wir da gesehen haben. War auf jeden Fall kurios zum Schluss, muss ich sagen. Da fiel ein nach dem anderen. Da kriegt der Termite natürlich nochmal eine gewischt hier. Konnte sich dann mal durchsetzen, ja. Holt natürlich den Maestro. Zieht eiskalt durch und dann kommt auch noch der Legion dazu und fragt hier nochmal raus. Stark gemacht. So, weiter geht die Wille Party. Vielleicht auch schon hier die letzte Runde. Die zweite Map wäre dann dementsprechend Clubhouse. Und sollten wir zu einer Decider Map kommen, dann wäre diese Coastline.
gleicher Aufbau, gleiche Operatorwahl, ja, nichts Neues, also man versucht nochmal das gleiche, was man zuvor hatte, mal gucken, wie weit man mit dem Ganzen hier kommen wird. Also, ich habe mir auch schon für Donnerstag ein ganz besonderes Spiel für euch rausgesucht, meine lieben Freunde. Und zwar, folgendes Spiel, Gamer Legion gegen Team Vitality. Ja, und dann werden wir schauen, ich werde versuchen, Navi und Gamer Legion zu folgen. Wie gesagt, bis Halbfinale werde ich safe casten und da werden wir sehen, wenn natürlich hier kein Clean Feed beim Finale jemand mit liefern kann, dann gibt es auch nochmal das Finale für euch, ganz klar. Aber ansonsten werde ich natürlich erstmal versuchen, Gamer Legion und Navi zu verfolgen und deren Spiele zu casten. Könnte sogar sein, dass im zweiten Spiel, quasi im Viertelfinale, dann Navi gegen Gamer Legion trifft, wenn natürlich beide Teams weiterkommen sollten. So, pack wieder hier an den Piano-Window dran. Jackal auch schon wieder in der Lobby. Er könnte eventuell jetzt versuchen zu pushen. Ist ich aber nicht ganz sicher, ob da einer steht, aber da kommt er auch schon. Da kommt der Jäger auch schon. Und Zero Face hier, Zero. Zero Face hier mit dem Opening, Frack. Der Cola Zero. So muss das. Na? Der müsste eigentlich mitbekommen haben. Wohin guckt der denn, Mensch? Was ist denn mit ihm los? Michael hier mit dem nächsten Kill. Jetzt natürlich eine Überzahlsituation, eine deutliche 5 zu 3. Ist die Wall denn überhaupt schon auf? Ich weiß es nicht. Ich kann es euch nicht genau sagen. Ne, da kommt man aktuell nicht durch. Muss hier rumrotieren. An den Yellow Stairs haben wir dementsprechend den Legion. Der könnte sich hier den nächsten Frack schnappen. Und es könnte natürlich auch so sein, dass hier die Jungs von Slack diese Matchball-Runde abwehren können. Ja, Vorsicht, nicht so gierig sein. Sonst passiert nämlich genau das. Da gehen wir mal drauf hier. Geht er nochmal in die Gumain rein? Ja, bei Merlins Bad. Was ist denn da auf einmal wieder los? Da kommt auch schon der nächste entgegen. Ja, schön gemacht hier von dem Rias. Last Man Standing damit. Der Jake. Der steht hier an den Yellow Stairs dran. Das müsste eigentlich hier der Legion mitbekommen haben. Schmeißt auch nochmal Traps raus. Und da fällt er auch schon rein. Was will der Temma jetzt großartig machen? Er muss in den Battle gehen. Und da ist auch schon um ihn geschehen. Tja. 6 zu 3. Jetzt hier der aktuelle Stand. Und wir gehen natürlich immer weiter drauf. Gucken wir mal die letzten Situationen an. Ja, schön gemacht nochmal hier. Während er gemerkt hat, okay, der ist noch am Drohnen, schmeiße ich mal eine Gummein raus. Kann auf jeden Fall behilflich sein. War sie ja auch, ne? Das kann man auf jeden Fall soweit festhalten. Und jetzt natürlich noch einmal hier der Versuch mit dem Matchball. Jetzt müssen die Jungs hier wieder rotieren. Auf Konsole sah es mal gar nicht so verkehrt aus. Vielleicht können sie auch noch einen Matchball nach dem anderen abwehren. Würde mich auf jeden Fall mega darüber freuen, aber nichts ist hier safe. So, once again hier on Konsole Office. Gut, das machen werden. Werden wir abwarten. Was denn hier? Ja. Wie wird der Angriff jetzt aussehen? Optimale Situation natürlich, über Admin mit anzugreifen. Ich stelle da zwar Mira-Window hin, jedes Mal, aber die halten die Position gar nicht. Ja, wir haben den Legion unten und Maiko hier wieder mit dem Opening-Frag. Der lässt da absolut nichts anbrennen. Immer mit hier seinen First-Frags macht er relativ stark.
Los Herz wird natürlich auch mal hier mit in Beschlag genommen. Ja, gucken wir mal. Die Drohne immer aus. Jetzt geht so gerade bisschen die Luft raus, bisschen Ratlosigkeit. Die fühlen sich hier gerade, glaube ich, um auf oben anzugreifen, nicht so wohl, die Jungs. Jetzt sind wir mittlerweile auch schon hier über Admin drin. Da schauen wir. So, weiter geht hier die wilde Fahrt. Einer von den Attackern ist aktuell down. Maestro Cam ist auch ziemlich gut hier positioniert. Bringt ziemlich viel View rein. Aber jetzt wird es so von der Zeit her ein bisschen knapp. Ne? Vorher hat man das immer so easy peasy gemacht. War gar kein Thema gewesen. Und da kommt auch Maestro mit dem nächsten Kill. Da ist auch die Ibana down. Venom hier mit dem nächsten Frag. Die kriegen es nicht hin, wirklich hier irgendwie Druck auf den Spot aufzubauen. Wichtig wäre es natürlich, hier Admin einzunehmen, Druck aufzubauen. Das wäre vollkommen in Ordnung gewesen. Und Robbie jetzt hier mit dem ersten Refrag. Ist natürlich hier Upside Down über Connector Window gewesen. Da sehen wir es auch. Es ist wirklich Stillstand. Man droht einfach, ja, gibt die Calls, aber nichts passiert. Maiko hier dementsprechend direkt mal die Ash abgefangen Richtung WC Window. Nomad war noch oben irgendwo am Rumturnen. Venom sich weiterhin am Battlen. Wird hier mit dem nächsten Refrag. Und da hat er sich auch schon den Legion geschnappt. Oh, Robbie jetzt hier für den Ausgleichstreffer. Wir müssen natürlich jetzt Druck aufbauen. Und da wurde man auch schon gesehen. Jetzt müsste der Legion eigentlich Bescheid wissen. Die Mira. Und da passiert es auch schon. Diffuser damit denied. Jetzt kommt der nächste auch schon rein. Und ist auch History. Stark gemacht hier von dem Zero Face zum Schluss. Und damit nächste Matchball hier abgewehrt. Also 6:4. Aufholjagd beginnt. Aber jetzt bleibt auch gleichzeitig den Jungs hier von Slack nichts anderes übrig, als auf Lobby zu gehen. Und da bin ich mal gespannt, wie die das spielen werden. An sich ist Lobby wirklich kein so verkehrter Spot. Ja, den kann man echt gut spielen, den kann man auch gut runterspielen. Wie sie sich da dementsprechend behaupten werden, das werden wir gleich sehen. Zuletzt natürlich hier von den R6 Cuties ziemlich gut gemacht auf der Position. Haben da sehr, sehr aggressiv gespielt, haben da immer wieder gut rotiert. Und ja, schauen wir mal, ob die Jungs das hier von Slack genauso erwidern können. Gucken natürlich dementsprechend noch einmal auf ein Scoreboard drauf, wie es eigentlich aussieht. Wir haben hier aktuell bei Slack zwei Operator, zwei Spieler, die im zweistelligen Bereich sind. Das ist einmal der Maiko und Grown. Und der Robbie Reload ist hier bei 12 Frags aktuell seitens R6 Cuties. So. Drohnen werden immer wieder hin und her gefahren. Die werden gut positioniert. Wie sieht es jetzt im Aufbau aus? Gucken wir uns nochmal hier an der Overview an. Die Hedge ist schon mal auf. Es wird ja, Richtung Long Decks hier nochmal ein bisschen reinforced. Müsste eigentlich vollkommen ausreichend sein. Zwei Walls. Und man kann natürlich auch direkt so mittig eine Contact Net hinschmeißen. Dann wirkt das relativ ausgeglichen. Auf. Ne? Also könnte man quasi die Hedge aufmachen und gleichzeitig einen Connector. Ja, die laufen immer wieder hier ums Gebäude herum, lassen sich dementsprechend ziemlich viel Zeit. Wirkt halt auch nicht 100% durchdacht, was sie da machen. Tun hier durch die Weltgeschichte, aber trotzdem hat man immer noch zum Ende genug Zeit gehabt. Ja, mal schauen. Da geht Twitch auch schon mittlerweile rein.
Na, wir warten es mal ab. Sohle. Noch kein Frack hier passiert. Rias hier mit dem Refrag, gut. Will man echt jetzt schneller ran? Hat schon ein bisschen zu lange gedauert, meiner Meinung nach, bis man überhaupt reingekommen ist. Warte mal, wie sich das Ganze hier entwickelt. Und Drone hier mit dem nächsten Kill. Oh, wir haben auch gleichzeitig hier den Rias, der hier injured ist. 3:3 Ausgleichstreffer. Venom hier mit dem nächsten Refrag. 3:2. Und da ist auch schon selbst wieder Down. Gleichzeitig auch ausgekontert hier von dem Smoke. Drone steht hier parat, steht zur Stelle. Last Man Standing, damit hier der Temp. Gucken, wird er darauf reagieren. Ja, da kommt die Fragnate. Ja, und geht selbst hier nochmal in die Mute. Mute sage ich schon, in die Goomine mit rein. Warte mal ab. Und Zero Face hier mit dem Last Frag. Ja, schön gemacht. Tja. Sieht ja soweit an sich ordentlich aus. Mal gucken, wie das Ganze weiter hier runtergespielt wird. 6:5. Ein Versuch hat man natürlich jetzt noch in der Attack, um diese Runde zu gewinnen. Mal schauen, wie es weitergehen wird. Bin auf jeden Fall gespannt. Gucken wir mal auf den Scoreboard drauf, wie das gleich enden wird. 12:10 und da haben wir nochmal 13:12. Also jetzt auch auf beiden Seiten gute Frags gelandet. Zwei wichtige Spieler sehen wir auch, gute Fragger, die da unterwegs sind. Und jetzt kann man natürlich auch wieder Garage spielen. Ist gar nicht mal so verkehrt. Aufgebaut ist jetzt alles. Man hat auch wieder die identischen Operator mitgenommen. Mira wird jetzt hier sehr, sehr oft mitgespielt, wurde auch nicht gebannt. Von daher kann man das auf jeden Fall so machen. Warum denn auch nicht? Na, von wo will denn hier jemand durch? Da warten wir mal drauf. In so einer Situation könnte man natürlich auch pushen. Aber man weiß nie, wer noch alles draußen steht. Zuka, mal gucken. Er weiß ganz genau, der Jäger steht da. Er sieht ihn auch sich bewegen. Und da wird auf jeden Fall gleich erstmal ein bisschen Schimmel mit angesetzt. Ja, ganz klar. Bevor man überhaupt in den Tech rangeht. Ja. Da geht sogar das A. Da tut es natürlich ordentlich weh hier in den Ohren. Da gibt es nochmal eine Concussion hinterher. Gleichzeitig kommt natürlich der Ex dazu. Und mal schauen, wer wird jetzt sich hier den Frack schnappen. Irgendeiner muss es. Und Rias natürlich zur Stelle. Covert seinen Mate hier. Sehr, sehr nachlässig hier attackiert. Gerade mit der Pumpgun auf die mittlere Distanz. Das bringt nicht viel. Ja, man weiß natürlich, draußen steht noch einer. Wo befindet sich eigentlich der Rest? Der ist hier gerade nochmal mit dem Hauptspot beschäftigt. Hier nochmal auf die Sophia drauf.
ist auf jeden Fall sehr, sehr mutig unterwegs. Muss man dazu festhalten. Lässt natürlich genug Zeit, damit der Gegner hier seinen Mate reviven kann und auch nochmal gefragt wird. Rias hier mit dem nächsten Kill. Warten wir mal ab. Gucken wir das Ganze an.